2 TV in Mülheim an der Ruhr im Melody und neben mir steht die Chefin vom Melody, die Heike. Grüße dich. Hi. Heike, Melody, erzähl mir ein bisschen was darüber. Ja, Melody war früher Ball der einsamen Herzen und seit 2015 habe ich es einfach umbenannt, weil ich dachte, so Ball der einsamen Herzen ist ja schon ein bisschen oldschool und machen wir mal ein Melody daraus. Ja, das ist so gelaufen und dann habe ich versucht, es aufzubauen. Ich wollte gerade sagen, und so wie man heute sieht, der Erfolg gibt dir ja langsam recht, ne? Ja, ja. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Also unheimlich glücklich, dass ich Mario Maxim kennengelernt habe und dass er mich da total unterstützt, bin ich super glücklich drüber. Und wir haben uns die Räumlichkeiten heute angeguckt, einfach fantastisch. Wie viele Personen gehen hier rein? 220, 200. Sag ich mal, ja. So, und ihr vermietet ja auch für Hochzeiten, Geburtstage. Genau, genau. Hochzeiten, Geburtstage, egal was für Events, wir vermieten für alles. Fast alles, sagen wir jetzt einfach ja, mal. Ja. Da war ja hier 3 Meter weiter eine andere Milieu haben. Nein, dafür nicht. Nein. Nein, natürlich nicht. So, ihr habt ganz annehmbare Preise. Was kostet bei euch ein Bier? 2,50. Eine Cola? 2,50. Alles gut also? Alles gut, finde ich auch. Absolut, absolut. Dafür, dass es ein Tanzlokal ist, sind die Preise ziemlich moderat. Wobei wir donnerstags und sonntags noch andere Preise haben. Aber bei unseren Partys eben so, wie es jetzt gesagt ist. Okay, du sagst gerade sonntags. Da wurde ich schon drauf hingewiesen. Sonntags dein Tanztee. Erzähl mal. Zauberhaft. Einfach nur süß. Ich sag mal, bei dem Tanztee ist es so, ab 65 aufwärts, will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht auch 60 aufwärts, aber ich wohne ja hier oben drüber und wir machen 14.30 Uhr auf sonntags und dann kannst du um 14 Uhr, siehst du, wie die Leute, die älteren Herrschaften, sich hier an dieser Bank versammeln und ich habe schon gesagt, es kommt einem vor, wie wenn wir früher uns fertig gemacht haben mit Freundinnen, ne? Und die Vorfreude hatten und das sieht man bei diesen, ja, bei den Leuten, das ist einfach nur wunderschön. Unser ältester Gast ist 94 Jahre alt und er tanzt. Also ganz, ganz zauberhaft und super süß. Also wir werden mal versuchen, euch auf den Sonntagnachmittag zu besuchen. Gerne. Natürlich, wenn die älteren Herrschaften dabei sind. Gerne. Einfach nachfragen und die älteren Herrschaften, die sind auch unheimlich gut drauf, wirklich. Also es ist ja hier im Melody sowieso eine Familie, sag ich mal. Man kommt hier rein, man fühlt sich wohl, man kann als Frau super gut alleine hier reingehen, weil man herzlich empfangen wird und ja, die Leute sind einfach gut drauf. Wenn sie einmal hier waren und sagen, okay, wenn ich jetzt keine Lust habe, zu Hause zu sitzen, dann gehe ich einfach ins Melody und freue mich, nette Leute zu treffen und man braucht sich da auch nicht zu schämen oder es ist einfach schön. Richtig, und man kann hier Spaß haben. Richtig Spaß haben, ja. Und hat mal wieder ein bisschen Lust am Leben. Genau, und das ist so zauberhaft, wenn man das sieht, gerade beim Tanztee. Weißt du, wie viele Leute tanzen und ja, in dem Alter einfach noch unheimlich gut drauf sind. Es sind auch wahnsinnig viele alleinstehende Frauen, Witwen, die dann auf die Tanzfläche gehen und absteppen. Also perfekt. Kann ich mir super vorstellen. Also, wir werden euch mal auf den Sonntagnachmittag besuchen, kann ich dir schon garantieren. Gerne. Wirklich gerne. Heike, ich danke dir erstmal für den Moment und wir sehen und hören uns garantiert wieder. Ja, danke schön.